Na, Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Es ist schon leicht winterlich. Wir machen heute eine schnelle Kartoffel. Ihr habt mich drum gebeten. Ihr wolltet Back- oder Grillkartoffeln von mir haben. Und ich habe ein Meisterwerk gezaubert. Guck mal hier. Eine wunderschöne Grillkartoffel mit Bacon-Pfifferlingen und einer Ricotta-Creme. Geile Nummer. Relativ schnell gemacht. Wie das geht, was ihr dazu braucht, zeige euch jetzt. Ja, zack, Freunde, was brauchen wir dafür? Relativ übersichtlich, ne? Natürlich als allererstes mal Kartoffelchen, ne? Nehmt da bitte die dicken, kleine machen ja auch keinen Sinn. Die habe ich schon vorher gekocht, erkläre ich aber gleich noch was dazu. Wir brauchen ein wenig Lio, Olivenöl, das Gute, ein bisschen Butter. Natürlich hier Pfifferlinge, schön aus dem Wald gepflückt, ein bisschen Frühlingszwiebel. Hier haben wir Bacon, klein geschnitten aus dem Bauchspeck vom Hofer Meer, Freunde. Sehr, sehr geile Qualität, sollte man immer im Haus haben. Ein paar Radieschen, natürlich für die Creme Ricotta. Hier ein bisschen Schmand, noch ein bisschen Butterschmalz und ein bisschen was Grünes. Hier Petersilie und was ist das? Lauch. Und an Gewürzen von der Spice Bar. Ganz wenig heute. Wir brauchen ein bisschen Fleur de Sel. Wir brauchen hier ein bisschen Whiskypfeffer in der Mühle. Und für Saskia Piment des Ballett. Freunde, wenn ihr Bock habt auf die Gewürze von der Spice Bar mit dem Gutscheincode SPICY030BARBECUE, 5 Euro Rabatt auf euren Warenkorb ab 15 Euro auf meinen Nacken. Werbung Ende. Das war's. Nee, Bierchen. Cheers auf euch. Kartoffeln, Freunde. Los geht's. Ja, wir starten mit unseren Potatoes. Wie gesagt, große Kartoffeln nehmen. Ich habe die jetzt vorgekocht. Ungefähr 20 Minuten in Salzwasser. Das, ich sag mal, viertelt uns unsere Zeit auf dem Grill auf jeden Fall. Ihr könnt die auch roh nehmen. Dann brauchen die ungefähr anderthalb Stunden bei 200 Grad. So, denke ich, in 25 Minuten sind wir durch. Also, vorkochen. Da geht es noch ein bisschen Olivenöl rüber. Nur damit die ein bisschen feuchter werden. Ja. Schön, jetzt mal mit dem Finger einmal einreiben. Dann ist überall Olivenöl dran. Bisschen Sauerei. Normalerweise nehme ich Handschuhe. Heute habe ich die mal vergessen. Also Olivenöl ran. Ja. Schön. Kartoffelchen. Und ruf auf den Grill. Na, der Bräuking läuft rechter und linker Brenner auf. Na, fast volle Hütte. 200 Grad fahren wir ungefähr indirekt. Und unsere Kartoffeln gehen jetzt einfach oben auf den Warmhalterost. Wie gesagt, ich denke 20, 25 Minuten, wenn wir mit dem Rest fertig sind, sind die Kartoffeln auch gut. Also die jetzt hier oben rauf. Ja. Und Deckel zu. Mehr müssen wir nicht machen. Die kann man natürlich auch super beim Grillen nebenbei noch mit drauflegen. Wenn ihr die jetzt in Alufolie einpacken wollt, könnt ihr das auch machen. Für mich ist das immer nur Optik. Hat mir jetzt nicht besonders viel gebracht. Aber ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben. Backkartoffeln oder Ofenkartoffeln mit oder ohne Alufolie. Ne? Okay, weiter geht's mit... der Creme. Zack, zu unserer Ricotta-Creme. Ihr könnt da natürlich auch meine weltberühmte Sour Cream nehmen, aber diese Ricotta-Creme gibt dem ganzen Ding nochmal so ein Extra und die wollte ich euch nicht vorenthalten. Deswegen machen wir sie kurz. Also Ricotta, ich habe jetzt hier 500 Gramm auf zwei Becher Schmand. Aber die genauen Rezepte, Freunde, genauso wie die anderen Gutscheincodes, wie immer unten in der Box. Ne? Also Ricotta zu dem Schmand dazu. Zack, etwas Olivenöl, nicht so viel. Ja, so ein bisschen, um das ein bisschen weicher zu machen. Ne? Wir pfeffern schon mal ordentlich. Ja, für das Erste. Salzen. Naja, eine ordentliche Prise. Nachwürzen können wir später immer, Freunde, wisst ihr? Zack. Piment des Ballette. Habe ich ein bisschen ölige Finger heute. Ich würde sagen, auf die Masse ein halber Teelöffel. Ja, zack. Wundervoll. Die Radieschen damit rein. Ja, keins vergessen, keins vergessen. Zack, 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 zack. Kräuter. Oh, die machen wir jetzt klein. Wie von Zauberhand hier, Grünzeug. Ne? Also ordentlich Schnittlauch, Petersilie. Macht danach Gefühl. Auch noch mit dazu. Ja, dass das alles schön frisch wird. Zack. Und jetzt vorsichtig alles zusammenrühren. Oh, so, Freunde, untergerührt. Guck mal. Das sieht schon mal wunderschön aus hier. Schönes Rote von den Radieschen, die Kräuter. Geil. Wir wollen hier auch eine kompakte Creme haben. Ja, das ist jetzt hier nicht so ein dünnes Zeug, sondern das, was richtig steht am Schluss. Aber wir müssen mal kurz probieren. Ja, zack. Reicht das schon? Salz. Muss noch ein bisschen mehr Salz rein.
So, nochmal kurz weiterrühren und dann ist unsere Ricotta-Creme fertig. Zack, so, Kartoffeln auf dem Grill, unsere Creme ist fertig. Letzter Akt sind unsere Pfifferlinge mit unserem Bacon. Sehr, sehr schön. Pfifferlinge, Freunde, wer geht denn von euch in die Pilze? Ja, die habe ich tatsächlich nicht selber gepflückt. Komischerweise geht man als Berliner nicht so oft in die Pilze, aber was pflückt ihr denn so? Was ist denn euer Lieblingspilz? Und bis wann kann man eigentlich in die Pilze gehen? Ballert mir mal unten in die Kommentare. Ne? Wir haben jetzt auf jeden Fall wunderschöne Pfifferlinge. Haben, glaube ich, sogar 14 Euro gekostet aufs Kilo. Fand ich schon ganz schön heftig, aber der Geschmack entschädigt ja. Ne? Pfifferlinge, Bacon an die Pfanne. So, Seitenbrenner läuft. Ich habe hier drauf meine Petromax FP30H Gusspfanne. Die macht sich immer ganz gut für sowas. Ihr könnt da natürlich nehmen, was ihr wollt. Da geht jetzt rein Butterschmalz. Also, eine Flocke Butterschmalz dazu. Ja, Temperatur ist schon da. Und da geht unser Bacon dazu. Den immer ganz kurz auslassen, Freunde. Und by the way, Freunde, ne? Also ich muss sagen, ich bin wirklich stark begeistert von meinem neuen Infrarot-Seitenbrenner. Die Hitze ist immer da und Wind macht ihm gar nichts aus. Also das ist wirklich mal ein Geschenk, was sich gelohnt hat. Vielen, vielen lieben Dank an Sassi. Ne? Also Bacon auslassen. Oh, eine Minute später, naja, 2 Minuten später, wenn unser Bauchspeck so aussieht, guck mal, wunderschöne Farbe schon dran. Dann kommen unsere Pilze dazu. Auch mal kurz durchziehen hier. Oh, geil. Schon mal würzen. Also ordentlich abpfeffern, den ganzen Spaß. Salzen. Und weiter in Bewegung halten. Guck mal, sieht das geil aus und es duftet fantastisch, Freunde. Kurz vor Schluss noch unser Lauch dazu, den auch noch mal kurz anhacken, dann Brenner runter und wir sind auch schon durch. Ja, zack, Freunde, so, alles fertig, würde ich sagen. Pilze ist fertig, unsere Creme ist fertig, Kartoffeln waren jetzt eine halbe Stunde auf dem Grill, die sollten auch durch sein. Wir müssen jetzt essen, ne? Ich hole mal eine Kartoffel runter. Ja, so eine schönen Kameraden. Oh, heiß, 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 heiß. Zack, den schneiden wir jetzt mal auf. Aufgeschnitten. Ich habe mir die gleich halbiert. Ihr könnt die natürlich auch klassisch wie eine Backkartoffel so in der Hälfte lassen. Jetzt kommt da noch ein bisschen Butter mit dazu. Ne? Butter hilft immer. Nicht sparen, Freunde. Ordentlich Butterflöckchen. Oh, das schmilzt. Das schmilzt. Butter. Jetzt was von unserer Creme oben drauf. Und zwar auch nicht sparsam sein, bitte. Ein ordentliches Häubchen. Na, komm. Zack. So. Und Pilze. Oh, unsere wunderschöne Pfifferling-Bacon-Mischung. Bitte auch üppig darauf platzieren. Und dann sind wir auch schon durch. Jetzt müssen wir nur noch futtern, glaube ich. Oh, geil. Oh, sieht das geil aus, Freunde. Guckt euch das an, ne? Das ist doch mal ein Teller für Champions. Ganz zum Schluss noch ein kleiner Schluck Olivenöl oben rüber. Nur um die Sache abzurunden. Oh. Oh, wundervoll. Und futtern. Ja. Ich probiere das mal mit dem kleinen Löffel hier. Ein bisschen Creme, ein bisschen Kartoffel. Guck mal, komm mal. Oh, heiß, 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 heiß. Oh. Endstufe Kartoffel, Freunde. Oh, das ist geil. Und das ist genau mein Ding. Und für die Pilzliebhaber unter euch, das ist mit Sicherheit auch euer Ding. Aber ich muss essen, Freunde. Ich brauche eine Gabel. Wenn es euch gefallen hat, macht das nach. Ballert Kommentare über ein Like und ein Abo, würde mich freuen. Instagram ballern, Facebook ballern, Glocke drücken. Ihr wisst Bescheid. Das war Bobby, 030 Barbecue mit dieser geilen Kartoffel. Ich bin draußen, Freunde. Wir sehen uns am Grill. Oh, Gabel.